Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Marktübersicht und Analyse. Hier auf CoinMarketCap sehen wir direkt schon, der Bitcoin ist wieder beim Allzeithoch. Die Marktkapitalisierung generell ist auch auf einem Allzeithoch bei 230 Milliarden ungefähr. Die Bitcoin-Dominanz ist wieder um 4% gestiegen seit dem letzten Video, seit Sonntag. Ist bei 57,4%. Dann sehen wir hier noch Ethereum, ist immer noch auf einem stabilen Kurs bei 330 Dollar. Da sehen wir im Moment eine sehr geringe Volatilität, was auch für zu einem geringen Risiko bei Investments bedeutet. Bitcoin Cash ist natürlich sehr stark gefallen, nach dem Allzeithoch bei 3.300 Dollar, im Moment bei 1.100 Dollar. Ja, Dash hat einen sehr starken Kurssprung erlebt vor 4 Tagen. Ist im Moment bei 415 Dollar. Werden wir uns gleich auch nochmal ein bisschen anschauen. Generell der Altcoin-Markt ist in den letzten 7 Tagen stabil. Keine starke Volatilität, wie man auch hier sieht. Ja, so schauen wir uns mal ein paar Charts an. Mit Bitcoin fangen wir wieder an. In meinem vorletzten Video waren wir hier oben, an der Stelle, wo die erste Unterstützungslinie durchbrochen wurde. Da hatte ich ja gesagt, dass er hier zu der nächsten Unterstützung runterfallen kann und wenn diese durchbricht, zur nächsten. Das ist dann auch genauso passiert. Im letzten Video waren wir dann hier unten. Und von dort an hat sich es halt erholt, ist jetzt von da nochmal gestiegen um. Können wir uns mal anschauen, bis zum Allzeithoch um über 40%. Wäre man also hier ungefähr eingestiegen, hätte man da 40% mitnehmen können. Im Moment, wie gesagt, ist der Bitcoin bei einem Allzeithoch bei ungefähr 7.850 Dollar. Der war schon bei fast 8.000 Dollar. Wir sehen wieder, dass diese psychologischen Widerstände bei den runden Zahlen. Das war ja bei 5.000 schon so, jetzt bei 8.000, genau die 8.000 hat er nicht mehr geschafft. 5 Dollar drunter und ist wieder ein bisschen runtergegangen. Ja, wenn der Widerstand für diese 8.000 durchbrochen wird, kann ich mir vorstellen, dass es auch ganz schnell bis 9.000 hochsteigen kann. Muss man aber schauen. Frage ist halt, ob er dann auch die 10.000 bis Ende des Jahres schafft. Das fragen sich ja die meisten. Falls es aber nicht durchbrochen wird, kann es halt auch hier ein Double Top geben. Wenn wir uns hier so den Widerstand angucken, zweimal den Hoch erreicht und wenn er das nicht durchbrechen kann, kann es halt ganz schnell runtergehen. Da muss man halt aufpassen. Also ich würde jetzt, ist noch kein Kaufsignal hier. Muss man abwarten, ob es die 8000 durchbricht und falls nicht und falls runtergeht, muss man halt schauen, dass es, wie weit es dann halt runtergeht, kann halt wieder bis zu 7000, vielleicht sogar wieder auch zu 6000 fallen. Ganz schlimm wäre es natürlich, wenn diese Unterstützungslinie hier, die gehalten wurde, die ich auch schon hier ungefähr vorher gezogen hatte, bei 5400, die darf halt nicht durchbrochen werden, falls halt ganz schlecht läuft. Ja, das sind halt die psychologischen Widerstände im Moment auch. Vor allem, wenn er die 8.000 durchbricht, die Frage wird wirklich sein, ob er die 10.000 durchbrechen kann. Da wird nochmal ein richtig starker Widerstand sein aus dem psychologischen Aspekt, dass Leute gerne dann bei diesen runden Summen Gewinne mitnehmen und dann auch nicht mehr neu einkaufen wollen, weil es dann halt, weil die Summe dann halt so hoch erscheint. Schauen wir uns Ethereum an. Wie gesagt, da hat sich nicht viel getan seit dem letzten Video. Ethereum zu Dollar. Das ist der falsche Chart. Moment. Ethereum Dollar. Genau, der ist hier noch in diesem Kanal drin. Also langfristig sehe ich da immer noch sehr gutes Potenzial für Ethereum. Ist, wie gesagt, sehr geringe Volatilität im Moment. Also man kann, wenn man
investieren möchte, eigentlich investieren. Und wenn es dann hier mal richtig durchbrochen wird, dann sehe ich auch, dass hier das Allzeithoch von 450 Dollar ungefähr erreicht werden kann. Ja, Dash hat einen starken Kurssprung erlebt durch Neuigkeiten, die neue Exchanges betreffen. Das hier können wir uns mal anschauen, wie viel Prozent das war. Innerhalb von einem Tag eigentlich um fast 60% gestiegen, bis auf ja, 540 Dollar ungefähr. Erlebt jetzt eine konstruktive Erholung nach dem starken Anstieg. Sieht man auch hier, dass geringes Volumen vorhanden ist. Das ist ein gutes Zeichen, wenn es sich erholt. Wenn man hier das Fibonacci Retracement mal anwendet, dann kann man das auch sehr, sehr gut sehen, bei wie viel Prozent wir da sind. Da. Wenn man hier von dem untersten Punkt uns anguckt und dann hochzieht, dann kommt das ungefähr hin mit der 0,618, dass das die Unterstützungslinie hier ist. Da wird wieder eingekauft. Ja, ist eine konstruktive Erholung. Muss man sich anschauen, ob er diesen Kanal dann nach oben durchbrechen kann. Falls ja, kann es halt nochmal sein, dass er wieder auf das Allzeithoch kommt. Ja, wenn ihr noch, ich habe jetzt nur drei Stück mir rausgesucht. Ist im Moment bei den Altcoins, wie gesagt, nicht viel Bewegung im Moment. Wenn ihr Wünsche habt, welche Charts ich mir anschauen soll, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ja, bis zum nächsten Mal.